Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinsel, Schere & Co. aus Hamburg. Heute ist der 1. September und damit offizieller Herbstanfang, aber der neue Herbst-Winter-Katalog gilt erst ab Mittwoch. Trotzdem habe ich heute ein Projekt mit 9 Sachen aus dem Herbst-Winter-Sortiment und es wird, wenn man das Bild sich ansieht, ein bisschen frostig. Wir haben jetzt Mitte August, als ich das Video drehe und ich habe meine Schaufenster neu gemacht und da habe ich ein Layout für Schaufenster gemacht und als ich damit fertig war, habe ich gedacht so, Mensch, das mache ich mir auch für mein Album nochmal. Es hängt jetzt schon im Schaufenster, aber ich habe noch ein Bild, da wollen wir hin. Und ich möchte es mir einfach für meine Mappe nochmal basteln, weil wenn ich das jetzt in 1-2 Monaten aus dem Fenster nehme, kann es auch sein, dass es ein bisschen ausgeblichen ist vom Papier her. Deswegen basteln wir jetzt heute einfach mal ein Layout, ein ganz einfaches, schlichtes Winterlayout. Und ich habe mir dazu genommen, jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Katalog holen. Ich darf euch das im Katalog ja noch nicht zeigen. Aber das habt ihr bestimmt schon entdeckt auf Seite 41, also 4041. Das ist die Produktreihe Winterzauber. Und da gibt es dieses schöne Designerpapier, was ich euch auch schon gezeigt habe. Das ist dieses kleine in 6x6. Mit diesen frostigen Bildern. Und jetzt weiß ich gar nicht, welches ich genommen habe. Ich glaube, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ein sehr frostiges. Ach, das mit den Tannenzapfen habe ich genommen. Aber dann nehme ich jetzt vielleicht mal dieses. Genau. Das kann ich auch noch gebrauchen. Einfach auch mal die Rückseiten verarbeiten, obwohl ich könnte hier auch die Punkte gut nehmen. Da gucken wir gleich mal. Ich habe hier ein Stück 12x12 Farbkarton in Flüsterweiß. Und das ist ja so immer ganz nackt. Das ist wie eine weiße Leinwand und man traut sich gar nicht, das zu bespielen. Und ich habe damit angefangen, mir einfach auch die Farben, die in dem Designerpapier sind, mal in einem 12x12 Bogen herauszunehmen. Ich wollte nämlich hier einen Rand schaffen. Und da reiße ich ganz gerne mal das Designerpapier. Also keine Angst kriegen. Einfach mal drauf zureißen. Das ist jetzt kein Entstehungsprozess im reinen Sinne, weil ich ja das schon einmal entwickelt habe. Aber ich denke, ihr könnt mir da auch so folgen. Die Reißkante gefällt mir jetzt gar nicht. Ach, wir machen das Beste draus. Es ist hier oben so. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen besser hin. Nee, ich nehme einfach nochmal ein neues Stück. Ich wollte hier nämlich nicht so ausgefranste Mäusezähne haben. Das ist schon mal ganz gut. So, und dann nehmen wir uns dann, also das ist Flieder. Und jetzt nehme ich mir noch Rauchblau mit dazu. Das gibt es ja im gemischten Set in den neuen In-Color-Farben. Wie machen wir es denn? So vielleicht. Jetzt habe ich nämlich genau hier den Bogen, aber das ist nicht so schlimm. Das hat dann halt diesen organischen Bogen. Bis so Papier richtig gerissen ist, dauert das ja auch, ne? So, wunderbar. Das habe ich. Dann habe ich mir aus dem Glitzerpapier in Schimmerweiß, nennt sich das, glaube ich, einen schmalen Streifen ausgeschnitten. Den werde ich mir hier nochmal mit ransetzen. Dann habe ich mein Foto. Schön frostig kalt. Und ich schaffe mir eine Verbindung zwischen den Elementen. Also ich positioniere jetzt nicht das Foto hier, weil das würde hier ja ganz verloren sitzen, sondern ich schaffe mir hier eine Verbindung. Und da nehme ich mir dann auch nochmal so ein Stück Designerpapier in der frostigen Farbe, setze mir das so ein bisschen da drunter. So. Können wir vielleicht auch hier so mit reinschieben. Das ist ja auch ganz witzig. Also ich sorge dafür, dass ich hier so eine Verbindung habe zwischen diesen ganzen Elementen.
Dann hätte ich ja ganz gerne noch mal ein Element hier drunter. Das ist mir ein bisschen zu kurz. Nehme ich mir also bloß nichts wegschmeißen von dem guten Stoff, ne? Hier noch mal eins drunter. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich hoffe, ihr könnt das auch so ganz gut sehen. So. Also ich fange mal an und lege mir das erstmal so zurecht, wie ich es denn gerne hätte. Dann könnte man jetzt hier noch so ein Zierdeckchen mit drunter setzen, damit man hier einfach noch mal ein bisschen Dekoration dran hat. Dann habe ich gearbeitet mit dem Stempelset Winterzweige und ich hatte noch ein paar Teile vom Ausstanzen übrig, die habe ich dann auch noch gleich mit verwendet. Da werde ich mir jetzt gleich nochmal welche ausstanzen, weil ich habe ja jetzt keine mehr. Und hier werde ich den Stempel hier nachher so ein bisschen rübersetzen. Und was beim Scrapbooking auch, und damit habe ich ja hier so eine Verbindung geschaffen. Das Ganze ist aber ein bisschen zur Seite gerutscht. Das heißt, ich habe hier ganz viel Freifläche und es fehlt ja auch immer noch so ein bisschen Journaling bzw. ein Titel für so ein Scrapbooking-Layout. Und da habe ich mir dann das Lined Alphabet genommen. Damit arbeite ich zurzeit beim Scrapbooken ganz viel, weil es sind schöne große Buchstaben und schön für einen Titel, für so ein Schlagwort da drauf. Und ich wollte erst eiskalt, aber, und den will ich nämlich hierher setzen, es war mir ein bisschen zu kurz. Was man dann auch immer mal machen kann, ist, ich weiß nicht, ob man das hier so sieht, ich habe einfach mal meinen Titel auf so einem Schmierpapier parallel gestempelt, um zu gucken, komme ich hin, komme ich nicht hin, wo muss ich mich positionieren. Und ich habe mich jetzt für eisig und kalt und dazwischen noch so ein, ich wollte eigentlich eisig kalt schreiben, aber dann hatte ich hier so eine große Lücke, das sehen wir gleich warum. Und deswegen habe ich da noch was dazwischen gesetzt. Deswegen fangen wir jetzt schon mal an zu stempeln, bevor ich das alles aufklebe. Und ich habe mir die Stempel alle schon auf Blöcke gezogen. Und ich möchte es ja auch einigermaßen positionieren, deswegen nehme ich mir und lege mir hier einmal den rechten Winkel an und ziehe mir eine dünne Bleistiftmarkierung. Und auf dieser Bleistiftmarkierung werde ich jetzt mittig jeweils die Buchstaben positionieren. Und ich stempel mit Rauchblau. Habe ich hier vorhin Eisblau gesagt? Nee, ne? Rauchblau. Also ihr wisst ja, was ich meine, ne? So, und dann fange ich mit dem einen hier oben an. Mit dem ersten Wort. So. Man sollte jetzt auch richtig buchstabieren. In die Richtung geht's noch. Wir machen gleich weiter. Eisig. So, und jetzt das zweite Wort buchstabiere ich rückwärts von unten nach oben. Das ist kalt, das heißt, wir fangen mit dem T an. Das L. Das A. Und das K. So, und jetzt sieht man, dass hier noch so ein bisschen Space between übrig ist, also ein bisschen Platz dazwischen. Und dann gibt es noch diesen komischen Apostroph oder was das ist. Ich glaube, den braucht man im Französischen. Aber dann machen wir uns einfach so ein Zwischenzeichen. Und damit ist der Titel fertig. Was man jetzt machen könnte, das habe ich aber nicht gemacht, man könnte jetzt mit einem Alkoholmarker noch die Buchstaben ausmalen. Ich würde dann den hellen in Rauchblau nehmen, das würde in etwa so aussehen. Habe ich aber darauf verzichtet, will ich jetzt auch hier nicht ausprobieren. So, und wir stempeln auch gleich schon mal weiter. Und bevor ich das tue, markiere ich mir hier noch, wo meine Elemente lagen, damit ich die nämlich nachher auch wieder positioniert bekomme. So, mein Foto.
Und das markiere ich mir hier auch, damit ich dann mich nachher wieder zurechtfinde. Und jetzt nehme ich mir hier diese Schneeflocken aus dem Set Winterzweige. Und die habe ich gestempelt, damit das dieser frostige Charakter bleibt. Wo ist denn das Stempelset? Stempelkissen. In Silber, dieses Delicata. Das ist das neue Stempelset, das habe ich euch auch schon gezeigt. Und da setze ich jetzt einfach die Schneeflocken in den Hintergrund. Ich kann mich hier so ein bisschen an meinen Marken orientieren. Lass das auch rauslaufen. Hier unten habe ich ein bisschen geschweinert, das heißt, da stempeln wir einfach drüber. Das fällt dann nachher auch nicht mehr auf. So, nicht großartig drüber wischen, nur einfach nochmal gucken. Kommt das in etwa so hin, wie wir uns das gedacht haben? Müssen wir irgendwo nochmal? Nee, das sieht schon gut aus. Man könnte jetzt hier nochmal dran denken, aber ich glaube, das reicht mir. So, jetzt ist aber wirklich gut. Und jetzt, Flüsterweiß ist ja sehr, sehr glatt auf der Oberfläche. Das heißt, diese Stempelfarbe braucht einen Moment zum Trocknen, damit man sie nicht verwischt, wenn man weiter drüber arbeitet. Deswegen widmen wir uns einfach noch ein paar Dekorationselementen. Ich lege das mal beiseite, weil ich habe nämlich diese beiden Papiere auch noch bearbeitet. Und zwar einmal mit der tiefen Prägeform, mit der Schrift und einmal mit der Struktureffektprägeform. Die Schrift nehme ich mal bei diesem Rauchblau. Und jetzt präge ich mir diesen Streifen einfach durch. Das heißt, wir brauchen die Big Shot. Wir brauchen die Grundplatte. Unsere Prägeform mit dem Papier. Und die blaue Prägeplatte. Das habe ich euch hier hinten mal und das I gepackt. Das wisst ihr, unsere neuen Prägeformen sind nicht ganz so dick. Deswegen brauchen wir diese blaue Platte. So, und jetzt habe ich den einen Bereich geprägt. Jetzt schiebe ich das hier einfach durch. Und präge hier im Anschluss gleich weiter. Jetzt haben wir hier unten noch ein kleines Stück, das fällt aber gar nicht weiter auf. Und das in Flieder, das präge ich mir mit Struktureffekt, mit der Prägeform Struktureffekt. Das ist einfach, damit das nochmal so ein bisschen Struktur bekommt und nicht ganz so platt nach Papier aussieht. Hier werde ich mir den unteren Rand aber nochmal prägen, weil das fällt sonst tatsächlich auf. Zweimal geprägt, ich hoffe, das kann man erkennen. So, und jetzt hole ich mir noch die magnetische Platte. Und zu dem Stempelset Winterzweige gibt es noch Stanzformen, die habe ich jetzt hier nur mal so lose gegriffen, ich habe meine noch nicht wieder wegsortiert, Winterrahmen. Und da haben wir hier so ein bisschen Blattwerk und das nehme ich mir. Die können erstmal beiseite. Und ein Reststück rauchblauen Farbkarton und stanz mir, nee, das ist gar nicht rauchblau, daneben gegriffen. Da haben wir rauchblau. Und stanzen uns das jetzt einfach mal aus. Und dann können wir schon ans Zusammenbauen gehen. So, die
Big Shot kann weg. Dann hole ich mir mal das Layout wieder hier ran. Layout. Und im Prinzip setzen wir es jetzt einfach nur nochmal zusammen. Mal gucken, ob wir das wieder so hinkriegen, wie wir es denn hatten. So, gucken, ob wir das hier noch positioniert kriegen. Jetzt sind meine Marken weg. Holla. Jetzt habe ich meine Marken überstempelt. Aber die sind noch da, das heißt, ich kriege mir das hier auch ordentlich positioniert. Das kriegen wir wieder hin. Okay, wir kleben jetzt einfach mal drauf los. An den Kleber fertig los. Nochmal eine Markierung zur Sicherheit. Ich glaube, so rum war es, ne? Und wenn nicht, habe ich jetzt auch Pech gehabt. So. Hier ist es übrigens nicht schlimm, dass es nicht bündig abschließt. Dafür haben wir das Teilchen noch. Da sollten wir jetzt aber wirklich gucken, dass wir da auch hinkommen. Das passt nicht so ganz. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Das kriegen wir hin. Ist ein bisschen schmal. Ich bin mit dem in Flieder. Mal sehen, ob wir es nur abgelöst kriegen. Ah. Nicht schön, aber selten. Das hat uns nicht wirklich weitergebracht. Ich bin beim Scrappen auch manchmal ein bisschen rabiat. Das sieht man dem fertigen Produkt nachher nicht an. So, und jetzt können wir das hier besser drauf positionieren. Ich gehe mir mal hier eben den Rand abschneiden. Das ziehe ich mir jetzt einfach nur durch einen Hebelschneider. So, hier oben sehe ich gerade, steht es ein bisschen ab. Da haben wir ein bisschen Rand gelassen. Ist nicht so schlimm. Himmel, mein erstes, ist mir viel besser gelungen. So, aber Scrapbooking heißt ja auch Papierreste zu verarbeiten. Das war dann eben mein Rest, der nicht 12x12 war. So. Jetzt klebe ich mir hier nochmal einmal den Streifen rüber in Glitzerpapier. So, nicht mehr anfassen. Und jetzt kommt mein Papier, das schiebe ich mir hier so ein bisschen drunter. Ich muss mir das nochmal markieren, wo es war. Jetzt sehe ich auch meine Marke wieder hier oben. Haha. Oh, mein Kleber neigt sich dem Ende zu. Es ist ein Graus. So. Da wollte ich es drunter haben. Damit die Verbindung schön geschaffen ist. Hey, passt wunderbar. Dann habe ich hier noch mein ich
hole mir gleich erstmal eine neue Flasche. Das ist ja furchtbar hier. So. Einmal neuer Kleber. Und wir haben das Mäuschen hier vergessen, also heben wir das wieder an. So, einfach nur ein bisschen fixieren, da kommt ja eh noch das Bild drüber. Dann können wir das Bild kleben. Zack. Es wird langsam, ne? Merkt ihr was? Und das ist wieder der alte, ganz weit weg. So. Und jetzt brauchen wir gar nicht mehr viel. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen von diesem Blattwerk. Das werde ich mir einfach da noch ein bisschen drunter setzen. Über das Bild rüberlaufen lassen. Und was ich halt immer ganz wichtig finde, ist da, dass das Hauptelement auf so einem Layout wirklich so positioniert wird, dass es hier so eine Einheit, so ein Eyecatcher und alle wichtigen Elemente hier drauf sitzen. Und damit es nicht so linkslastig wird, habe ich hier halt noch mein Journaling hingesetzt. Und was ich dann noch machen werde, ist, das habe ich in meinem im Schaufenster nicht, weil das interessiert niemanden. Und das werde ich dann hier quasi auch noch ergänzen, bevor ich es fotografiere. Ich nehme mir einfach ein Lineal, weil ich noch ein bisschen was dazu schreiben möchte. Meine Marker sind gekommen. Da könnte ich mir jetzt auch Flieder nehmen. Und jetzt zeichne ich mir hier einfach nur ein paar Linien. Und da schreibe ich mir noch ein bisschen Text dazu. Wann ist das Foto aufgenommen? Aus welchem Anlass? Warum war es da so kalt? Warum bin ich so eingemummelt? Das war nämlich im Dezember, das erzähle ich euch einfach mal mit dazu. Im Dezember 2017, da waren wir das erste Mal im Dezember auf Fanö und das war auf der Fähre, auf der Überfahrt und es war echt eisekalt. Man sieht das, glaube ich, auch, ne? Das ist meine Pelzkapuze, Fake-Pelz. So, und das werde ich hier unten dann noch mit hinschreiben. Ich hoffe, man sieht das. Da ist Platz für Journaling, da schreibe ich dann einfach noch ein bisschen Text dazu. Und das war es im Prinzip schon. Was man jetzt noch machen könnte, ist ein bisschen Bling-Bling anzubringen. Ich habe, glaube ich, mit den Pailletten noch ein bisschen draufgesetzt. Oder von den Pailletten. Sternenschimmer, wie heißen die? Schneeflöckchen. Man könnte auch Glitzersteinchen dazwischen setzen. Dann muss man aber gucken, wie man es weiter verwenden will. Das erzähle ich euch nämlich auch gleich noch. Ich setze jetzt einfach noch so ein paar von diesen Pailletten dazwischen. Da gibt es Schneeflöckchen und so silberne. Eigentlich wollte ich nur die silbernen. Wo habe ich mir da noch einen Klecks gemacht? Irgendwo muss hier noch einer sein. Dann nehmen wir den. Aber irgendwo muss noch einer sein. Da. So, diese nehme ich jetzt schön flach. Das mache ich hier oben auch nochmal. Wenn ihr Bling Bling draufsetzen möchtet, solltet ihr das Ding nicht rahmen. Also nicht mit einer Scheibe davor rahmen, weil das könnte euch das kaputt machen, weil das Bling Bling natürlich ein bisschen erhaben ist. Aber wenn ihr es in unsere Höhlen packt, das zeige ich euch gleich, dann könntet ihr Glitzersteinchen nehmen. So, da haben wir noch einmal Bling Bling. Fertig. So, das ist das Layout.
ein bisschen Bling-Bling dazwischen. Es funkelt, man sieht es. Was man jetzt machen kann, ist, wenn man es in ein Album packt, nimmt man sich einfach so eine Klarsichthülle. Wir haben auch die großen Alben. Ich blätter da total gerne durch diese Layouts. Dann ist das in der Hülle drin. Da könntet ihr jetzt auch ein bisschen in 3D arbeiten. Das macht den Hüllen überhaupt nichts. Aber was ich auch entdeckt habe, ist beim Möbelschweden, Lomwicken, wenn man es richtig ausspricht, diese Bilderrahmen, die gibt es auch mit einem schwarzen Rahmen. Die sind 32 x 32, also ein bisschen größer als unsere Layouts. Unsere Papiere sind ja 30,5 x 30,5. Ist aber nicht schlimm, weil wenn ihr es rahmt und ihr lasst die Scheibe davor, dann bitte keine Bling Bling, dann hält das euch so an der Position. Ihr solltet nur dieses Passepartout nicht wegnehmen, sondern einfach das als Hintergrund nehmen. Oder aber, wenn ihr kein Glas davor setzen wollt oder nicht dieses, das ist Plastik, dann würde ich euch empfehlen, einfach das Layout zu fixieren auf dem Passepartout, dann könnt ihr es auch gut draufsetzen. Oder ihr nehmt einen Keilrahmen in der richtigen Größe und klebt es drauf, dann habt ihr ein Deko-Element. Also da gibt es viele Möglichkeiten, das weiter zu verwenden. Was ich jetzt noch vergessen habe, ist hier meine Hilfslinien wegzuradieren, das mache ich mal eben noch. Und das war dann schon mal meine kleine Einstimmung auf dem Herbst, auf den Herbst-Winter-Katalog. Ab Mittwoch geht es los und solche Sachen kann man auch damit gestalten. Und das sind ja sowieso meine Farben, das wisst ihr. Und ich mag so dieses Rot-Grün nicht so unbedingt zu Weihnachten, sondern ich mag die aquatischen Farben, diese Blaufarben, die frostigen Farben sehr gerne. Mein Layout, und das wandert jetzt bei mir ins Album. Damit verabschiede ich mich für heute. Ist wahrscheinlich wieder ein längeres Video geworden. Und viel Spaß beim Nachbasteln. Bleibt gesund, bleibt kreativ und tschüss aus Hamburg. Tschüss.